Ist das etwa der Drogendealer der Prominenten? Normalerweise entwirft Daniel Fendler Trachtenmode für Stars wie Florian Silbereisen und Helene Fischer. Jetzt wurde er mit 170 Gramm Crystal Meth erwischt. Die Polizei soll auch 1400 Euro Bargeld, Wagen, Verpackungsmaterialien und schriftliche Notizen sichergestellt haben. Der Promi-Designer sitzt derzeit in U-Haft. Ihm drohen jetzt bis zu 6 Jahre Gefängnis.